habe das iPad jetzt eingeschaltet. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen in Deckung hier. Und das ist gar nicht so einfach. Brille ab. Und jetzt mache ich einen Versuch. Ich habe hier eine Münze am Rande des Glastisches stehen. Das heißt also praktisch, wenn die schwebt, nicht runterfällt, die könnte schweben, könnte sonst was passieren. Aber der 17. Juli ist was ganz Besonderes. Das ist, komme ich gleich nochmal zu, das ist jetzt auch eine Makroaufnahme, Großaufnahme. Jetzt spreche ich mal mit dieser Münze am Rande des Glastisches. Münze, dreh dich. Dreh dich, Münze, dreh dich. Ja, und nochmal zurück. Jo, dreh dich. Ganz langsam. Dreh dich. Ja, so ist schön. So, das war ein Experiment und jetzt nochmal zum Euro. Heute waren sie alle im Kanzleramt und alle begeistert über Griechenland, was die so in den letzten Stunden alles geleistet haben. Und nur einer war nicht begeistert, von der SPD, aber der hat ja nicht mehr viel zu sagen. So, aber ist egal. Ich bin gespannt, was am 16. Juli passiert. Ich gehe mal runter, damit ihr mein Gesicht seht. Am 16. Juli 2017, was da passiert, was sie in ein Jahr erreicht haben. Vielleicht haben wir uns ja alle getäuscht. Es wäre toll, wenn Griechenland in den Euro bleibt und wenn die Jugend Arbeit hat. Und die Armen tun mir richtig leid, weil das ist ja die Hölle, Suppenküchen und so. Aber wie das rauskam hier, veröffentlicht wurde im Fernsehen, drittes Hilfspaket, da sind die Börsen explodiert. 17 Milliarden an einem Tag. Also ihr könnt das sehen, die Reichen werden auch reicher und die reichen Griechen so und so, die können auch nicht die Verfassung ändern. Das heißt also, und die anderen haben ihr Geld abgehoben, so und so alle versteckt. Nur die ganz armen Hunde, die tun mehr richtig. Aber so ist es in der ganzen Welt. Gerechtigkeit gibt es so und so nicht. Und was für eine Gerechtigkeit? Was ist schon Gerechtigkeit? Und deswegen dieses Experiment mit dem 50 Cent Stück, weil nicht, dass ich 2016 das noch mit der D-Mark machen muss, diese Experimente, mit der 5 D-Mark, mit der größten Münze. Euer Klaus. So, jetzt muss ich ausschalten.